Die Zeit wird sie für immer verbinden. Nach Show 7 heißt es für Sophia Thiel und Bianca Tilatu Koffer packen bei Let's Dance. Für sie geht die unglaubliche Tanzreise, in der aus Fremden Freunde werden, zu Ende. Besonders für Bion und Profitänzer Alexandru Ionel ist dieses Gemeinsame aus so etwas eine Bestimmung, wie sie uns im Video erzählen. Bion und Alexandru verbindet ein besonderer Let's Dance Moment. So kurz nach ihrem Tanz aus können Sophia und Bion mit ihren Profis Alexandru und Marta noch nicht wirklich in Worte fassen, was da gerade passiert ist. Eine gewisse Traurigkeit liegt in der Luft, doch auch ein Gefühl von absoluter Dankbarkeit, wie Bion findet. Ihn verbindet nämlich eine besondere Geschichte mit Profi Alexandru, wie er im Livestream nach der Show erzählt: Vor der Kennenlernshow stand ich vorm Hotel und dann kam Alex auf mich zu und hat mich so warmherzig aufgenommen. Wir haben draußen fast eine Stunde geredet. So ist es für die beiden also ein bisschen Glück im Unglück, dass sie die Show jetzt gleichzeitig verlassen. Wir heiraten jetzt, scherzt Alexandru. Streaming-Tipp: Mehr zur Let's Dance Musik gibt es hier auf RTL Plus. Viel Spaß beim Abtanzen. Sophia Thiel: Ich habe sehr viel über mich, meine Grenzen und meinen Körper gelernt. Auch Sophia ist nach der Show ganz emotional. Sie hat durch Let's Dance nochmal mehr zu sich gefunden. Wie sie uns im Livestream nach der Show erzählt: Ich habe sehr viel über mich, meine Grenzen und meinen Körper gelernt. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar. Bion sieht das ähnlich. Ich nehme eine tolle Lebenserfahrung mit, das kann uns keiner mehr nehmen. Genau das ist es wohl, was Let's Dance so besonders macht. Die viel zitierte Let's Dance-Familie, die aus Fremden Freunde macht.